Hey Cuties, wollt ihr einen zusätzlichen, kostenlosen Etheriten-Ingame? Und mehr Sicherheit für euren Account? Das geht. Ich zeig euch wie. Kommt mit mir mit. Dazu benötigt ihr einen Authentikator, den ihr euch am besten auf euer Mobilphone installiert oder ihr benutzt ein bereits vorhandenes Tool auf eurem Telefon. Square Enix bietet da auch was an. Wenn ihr das eingerichtet habt und euch dann einloggt, müsst ihr hier dann immer zusätzlich das vom Authentikator rausgegebene Einmalpasswort hier reintackern. Ist ein zusätzlicher Schritt, aber ich finde, es ist verschmerzbar. Es bietet einfach zusätzlichen Schutz für euren Account. Also eine gute Sache. Und es gibt ja noch den kostenlosen Etheriten. Und das schauen wir uns jetzt dann an. Unter Favoriten. Hier mein persönlich gewählter Authentikator Etherit. Völlig kostenfrei. Ihr wisst ja, mitunter kann die Etheritenreise sehr in die Gills gehen. Und wir haben zwar noch unsere etwas kostengünstigeren Favoriten, aber das sieht schon netter aus als hier oben. Das ist zwar auch nett, aber das ist netter. Jo! Ich hoffe, ihr seid auch den Weg des Authentikators gegangen und habt euch einen netten, kostenlosen Etheriten abgeholt. Und dann bleibt nur noch eins. Bleibt wie ihr seid, passt auf euch auf. Channe, Pfirti, Baba und schaut wieder rein, wenn es heißt Cup-Videos mit Auri Lopevi. Alles Liebe, Auri. Tschüss.